Jo, liebe Leute, Rückspiel Madrid, Viertelfinale, Hinspiel war 3:1 und das wollen wir natürlich heute ein bisschen. So, kann es gehen, meinetwegen auch. Ja, Hinspiel war 3:1, weil wir in der letzten Minute das Gegentor gekriegt haben. Das war natürlich ein bisschen bitter, weil 3:0. Aber jetzt, apropos spätes Gegentor, das hat Dortmund jetzt auch im letzten Spiel bekommen gegen uns. Gott sei Dank für dieses 2:2. Das heißt, wir bleiben bei 6 Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund bei nur noch 5 ausstehenden Spielen vorneweg. Nächste Gegner wäre übrigens SC Freiburg. Aber das ist dann die Liga. Und jetzt ist es aber erstmal Real Madrid. So, gehen wir schnell noch in die Pressekonferenz. Les agradecemos su paciencia. Las preguntas empezarán en unos instantes. Ja, natürlich müssen wir aufpassen. Ja, mal gucken. So, wir müssen natürlich uns konzentrieren heute, das muss natürlich klar sein. Also unentschieden reicht natürlich, wenn man gewinnt, wenn man siegt, wenn wir ein Tor machen heute, dann muss, glaube ich, Madrid, ja, 4:1 gewinnen, klar, müssen sie 4 machen. Aber wie gesagt, mal schauen. So, Kalajdzic möchte gerne, was er sagt, gesagt, in letzter Stelle möchte ich, ich werde versuchen mal zu bringen, wenn es im Spiel durchaus möglich ist. So, gehen wir rein ins Match. Und ich glaube, ich habe das mit dem Hinspiel so gut hinbekommen, mit dieser Unterstützung. Ich denke, das werden wir nämlich jetzt genauso spielen. Wieder Coutinho auf die Seite und Burkhardt hinten unterstützt Richter. Also, und Kalajdzic darf mal für Alario ran. Das ist also einfach mal probieren, vielleicht einen etwas größeren Stürmer da vorne reinzusetzen, was die Flanken betrifft. Mal schauen. Geht jetzt gleich ins Match. Los geht's. Madrid, das wird eine andere Hausnummer. Zuschauer, willkommen zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Heute das Rückspiel im Viertelfinale der UEFA Champions League. Jetzt gilt es für diese beiden. Jetzt geht es um den Einzug ins Halbfinale. Real Madrid gegen Schalke 04. Sehr wichtiges Spiel für Real. Das weiß jeder, wirklich jeder. Wir konnten die Niederlage immer ins Knapp gestalten. Ich denke, Hoffnung ist auf jeden Fall noch angebracht. So, geht jetzt gleich los. Wie gesagt, ein Tor, dann muss Real 4 machen. Also so eine 2:1 Niederlage wäre auch egal heute. Aber wir wollen natürlich heute ein gutes Ergebnis holen, weiterkommen. Das wäre das Halbfinale dann. Aber wie gesagt, das, und danach Freiburg in der Liga. Da wollen wir den nächsten Schritt machen Richtung Titel. Dann wäre es nämlich auch nur noch ein bisschen was. Aber okay, erstmal Konzentration, volle Konzentration auf Real Madrid und dann diesen Einzug ins Halbfinale. Dort, die haben natürlich ein bisschen gewechselt, haben Asensio drin, dann Mason Mount drin für... Wen haben sie denn da ausgenommen? Groß.
Groß und Hazard raus, okay? Stimmung ist natürlich gut. Zählt am Jahr 2015. Da haben wir in Madrid 4-3 gewonnen. Das würde heute locker langen, aber mal schauen. Da haben wir die Anfangsformation der Schalke. Also auf geht's ins Match. Hinspiel wieder 1-3 oder 3-1 für uns. Mal gucken, was heute möglich ist. Es wird auf jeden Fall uns wahrscheinlich ein ordentlicher Sturmlauf begegnen. Dementsprechend klar aufpassen. Paulinho. Ah, der war gut geklärt und wichtig geklärt, dieser Ball von Real Madrid. Kriegen wir es hin? Ja. Gibt noch einen. Ganz energisch. Weite Flanke. Ah, die Flanke. Komm, Courtois, langer Arm und hat ihn. Lass uns mal genauer auf die Teams schauen. Denkst du, die zwei können heute Einfluss auf die Partie nehmen? Beide. Und Becker kocht da den Verteidiger ab und gib ihm die Chance nun. Stark gemacht, das könnte was werden. Und Tor! 19. Minute schon, oder? Da war aber auch ganz, ganz viel Glück dabei, weil der Ball, glaube ich, gehalten war vom Keeper. Ich habe ein bisschen zu spät abgeschlossen. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt. Ja, und genau von diesem raus in den Courtois ist der Ball ja abgeprallt wieder auf Del Rosso. Aber ist egal, letztendlich ist es Tor. Ja, und es war kein Eigentor. Es war tatsächlich Del Rosso, der den Ball irgendwie noch reinstolpert. Und damit steht es 0-1. Und damit muss Real jetzt 4-mal treffen. Also sie brauchen 3 Tore Unterschied als Sieg. 6. Saisontor von Jairo Del Rosso. Also zumindest mal den ersten frühen Schocker für Real. Lorenzo Pellegrini. Ödegaard ist das. Und Martin Ödegaard. Ballbesitz Roberto Firmino. Jawohl, hat erstmal. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Also, das dürfte kein Abseits sein. Jetzt könnte die, ja, aber der Ball nicht von uns kam. Zwar nicht gezielt, aber er kam von uns. Und, oh, da liegt einer von Real. Das könnte Rodrigo sein, der im Hinspiel auch durchaus ein bisschen was gebracht hat. Hält sich das Knie und muss tatsächlich jetzt vom Playfeld nach 18 Minuten. Natürlich alles Gute. Es ist man sich Rodrigo, es ist von Normandy, also der Linksverteidiger. Und für ihn kommt jetzt Maximilian Mittelstädt, der ehemalige Herr Tana. Also hier in FIFA wurde mich gerade tatsächlich das Thema Madrid gewechselt. Und hier seine erste Situation hat er gut gelöst. Also wie gesagt, der Wechsel auf der Position hinten links. Gute Chance für eine. Erstmal weg, komm. Oh, ja, puh, da habe ich gedacht, okay, der bringt doch uns aus, das sollte man unterlassen, solche Situationen. Becker. Ah, gut geschaltet auf Latza. Und jetzt die Chance. Kein Tor, da blocken sie den Ball gerade. Gibt die Ecke. Ja, der war ein bisschen besser, wäre der gewesen, vorne reinzusitzen. Ich hab's gecheckt, aber naja, okay. Coutinho! Erste Situation, nächste Situation der Schalke. Aber die sitzen halt die Nagelstiche, die sie führen, haben ja eigentlich bisher alles im Griff. Eigentlich. Die Rose, ne? Energisch den Ball geklärt, es gibt Einwurf. Nun Firmino. Ah! Ja, könnte was werden.
Oh, Tor für Madrid. Und durch ein Duseltor ist Madrid wieder im Spiel. Marco Asensio. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Der erste Ball geblockt und der zweite Ball keine Chance für Zentner am Tor. Na, das ist ärgerlich. Das ist eigentlich nicht mal absehbar gewesen, sondern einfach mit ein bisschen Glück. Glück gehabt, dass der Ball durch kann. Wie da der Großsohn. Aber Courtois kriegt im Gegensatz zum ersten Mal seine Finger da rein an den Ball. Lorenzo Pellegrini. Aber da muss Madrid ein bisschen aufpassen. Die kriegen es nämlich nicht hinbekommen, über die Seite zuzukriegen. Von De Rosen. Von Richter schon momentan. Da ist die Flanke. Becker, gut gelöst. Da steht die Abwehr sicher. Und wieder der Rose. Und der macht zu viel Tempo. Der macht da viel über die Außenbahn. Jetzt haben sie es mal hinbekommen. Pavard. Jetzt hat er mal seinen Fuß ein bisschen rausgestellt, dass es dann gepasst hat. Und Zentner. Ganz, ganz wichtig, weil dieser Ball war auch nicht schlecht. Und dann ist es Pause erstmal. 1:1. Und Atletico sollte eigentlich weiter sein gegen Ajax. Führt nämlich 2-0 auswärts. Und Ajax braucht jetzt 4 Tore. Aber uninteressant, weil wir stehen hier 1:1 gegen Real. Lazza. Jetzt war Kalajdzic. Der ist gut gesehen, hat da vorne. Und 2-1 Schalke. Paulinho. Gut gesehen, Paulinho, dass er da durchgestartet ist. Und dann hat er den schön reingelegt vorne in den Lauf. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Weiter geht's hier. Nun steht es in Addition 5:2. Ja, 5:2, das heißt, Madrid braucht jetzt einen Sieg mit 4:2 nicht, das würde nicht reichen. Tatsächlich ist es 5:2, glaube ich. Das wäre genau das, was wir brauchen jetzt. Also 4 Tore jetzt. Also Paulinho auf jeden Fall erstmal mit einer kleinen Situation, mit einer Vorentscheidung. Schalke kann es jetzt ein bisschen runterspielen. Die nächste Partie in der Bundesliga steht an für den FC Schalke. Dann geht es zu Hause. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Sehr gut gemacht. Oh, das war ein wichtiger Ball. Diese Grätsche noch. Weil ich gerade nur mal nach außen abschließen wollte, den hinten reinsetzen wollte. Und Ballverlust. Sie suchen Asensio. Gute Chance. Schön geklärt. Philippe Coutinho. Marco Richter. Schalke jetzt über außen. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Weiter Gefahr nach der Abwehr von Courtois. Ja, Courtois hält momentan ein bisschen im Spiel. Langer Ball auf Rodrigo. Zweikampf 4 und das. Ja. So, jetzt kann ich ein bisschen wechseln. Rashica. Und Hunziker rein. Mal ein bisschen den Richter entlasten auf der Außenbahn, weil das sollte durch sein. So, jetzt gibt es den Doppelwechsel für den Schalker. Vinicius kommt jetzt für Rodrigo, der heute nicht so effektiv war wie im Spiel, muss ich sagen. Geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Einfach mal ein bisschen was Neues, was probieren. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Mason Mount. Jetzt die Flanke. Ah, klasse geklärt. Und jetzt kommt Richter. Bock hat über die Außenbahn, der jetzt ein bisschen weniger Power hat natürlich als Marco Richter, so, aber. Vielleicht jetzt. Immer noch diese Szene.
holt sich den Ball im eigenen 16. Schade. Abschluss, Madrid für Real. Schalke führt immer noch mit 2-1. Und Real läuft so langsam die Zeit weg. Mason Mount. Firmino. Ja, langer Ball auf Vinicius da außen. Und Savic, der es wirklich gut macht. Coutinho. Und Rashica macht er hier in Madrid den Deckel drauf, Milot. Rashica 3-1, Feierabend, Ende aus Gelände. Schalke im Halbfinale. Hasta la vista, Schalke Halbfinale ist da. Jawohl, ja. Weiter sind wir. Yes! Milot Rashica, auf den hat man so viel draufgehauen in den letzten Jahren. Aber jetzt macht das mal Weltklasse. Jetzt macht er den Deckel hier komplett drauf auf dieses Ergebnis. Schalke kann vom Triple träumen, momentan. Man hat 6 Punkte Vorsprung von Borussia Dortmund in der Meisterschaft, also auch nur 5 Spiele. Nächster Gegner ist Freiburg. In der Champions League ist man jetzt weiter im Halbfinale. Setzt sich souverän gegen Real durch. Hat United aus dem Turnier im Achtelfinale geworfen. Viel zu hören ist hier nicht mehr von den Regeln. Mal gucken. Entspricht aber auch ein Stück weit der Leistung der Mannschaft. Ne? Ja. Und jetzt die Chance. Rashica! Latten fast durch das 4-1 hinterhergelegt. Das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Ja, da konnte ich nicht aussetzen. Mache ich das lange Eck, mache ich das kurze Eck. Der nimmt das lange Eck und zieht trotzdem vorbei. So. So, jetzt wechsle ich da auch nochmal aus. Jetzt Musiala auf die Außenbahn und lasse da mit Javairo de Rosun. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Romagnoli. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. So, nicht mehr. Also kurz vor Ende der Begegnung. Und wer ist dann der nächste Gegner für Sie? Der kommende Gegner von Schalke 04 heißt SC Freiburg. Und nach dieser tollen Leistung heute dürften Sie da. Becker, der nochmal da. Pellegrini auf Koch. Lazza. Er passt ihn auf den Flügel. Und Javairo de Rosun, der eigentlich raus sollte. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Coutinho. Und dann pfeift er den Angriff weg. Ernsthaft jetzt? Sie sind durch. Sie sind weiter. Ich meine, es ist ja nicht ein Spielentscheid, aber du pfeifst mir echt nochmal einen Angriff weg. Alles in allem ziehen sie dann doch ungefährdet in die nächste Runde ein. Und wenn ich ehrlich bin, ich hatte es mit Real tatsächlich einfacher, als ich erwartet hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so mit über 2 Spielen machen kann. Roberto Firmino in diesem Spiel. Also, Wolf, sagen wir mal, er gehört ja heute nicht unbedingt zu den auffälligsten Spielern. Also, ja. Schalke entzaubert Zidane. Halbfinale. Das ist erstmal das Wichtigste und sagen wir mal so, selbst der Auswärtssieg 4-0, wow, selbst der Auswärtssieg war verdient. Real kann froh sein, dass sie nicht noch ein oder zwei geschluckt haben, weil das wäre die Chance, hätte möglich sein können. So, also kurz mal auf die Zwischenstände im Viertelfinale schauen. Atletico schlägt Ajax ziemlich souverän mit 5-0 in der Addition. Schalke entzaubert Real mit 6-2. Dann und scheidet Dortmund gegen Manchester City aus mit 1-2. Und Liverpool schlägt Chelsea 3-0. Also immer die Addition. In Addition gesehen. So, mal gucken, wer der nächste Brocken wird. Ja, Kalajdzic. Hat funktioniert. Scheinbar. Also ein bisschen sauber.
Nächste bisschen Kohle haben wir jetzt reinbekommen und sie sind wieder 10,5 Millionen. Wir haben schon über vorher 9 Millionen bekommen für das Weiterkommen gegen United. Jetzt sind 10 Millionen. Wir stehen im Halbfinale. Wir können die Meisterschaft klar machen. Jetzt sind 6 Punkte immer noch. Nächster Gegner ist Freiburg. Da könnte es auch schon fast die Vorentscheidungen geben. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir in ein, zwei Spielen das Ding zu haben. Wir sehen uns dann wieder und dann geht es nach Freiburg.